Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu dem heutigen Kochvideo. Mein Name ist Olga Zimmermann und ich bin heute im Studio von Amazing Discoveries und wir nehmen eine Serie von super leckeren Rezepten auf, die ich euch auf jeden Fall empfehle nachzumachen. Das Rezept, was wir jetzt machen werden, nennt sich Mante. Mante ist ein Rezept, das ich aus meiner Kindheit kenne. Das hat meine Mama mir beigebracht zu machen. Jede Mama macht es auf ihre Art und Weise. Es gibt wahrscheinlich viele Rezepte, verschiedene dazu, aber meins sieht heute so aus. Dafür brauchen wir erstmal 700 Gramm Mehl. Ich habe hier Dinkelmehl, Typ 1050. Ihr könntet auch anderes Mehl nehmen, Weizenmehl oder so, je nachdem, was ihr lieber mögt. Ich nehme heute Dinkelmehl. Dafür brauche ich eine große Rührschüssel. In diese Rührschüssel gebe ich jetzt diese 700 Gramm Mehl. Wir machen heute das Rezept für 4 Personen. Ihr könntet das also auch wieder erweitern oder halbieren, je nachdem, wie viel Mante ihr heute kleben möchtet. Ein Teelöffel Salz noch dazu. Zu dem Mehl brauchen wir etwas lauwarmes Wasser. Ich habe jetzt hier erstmal 300 Milliliter warmes Wasser, aber das hängt jetzt davon ab, wie das Mehl sich verhält. Vielleicht brauche ich auch noch etwas mehr und wir schauen jetzt einfach, wie viel Wasser wir benötigen. Da müsst ihr gucken, der Teig muss etwas fester sein. Dadurch, dass wir keine Eier im Teig haben, müssen wir ihn etwas kompakter machen, also ein bisschen mehr Mehl rein. Und ich gebe jetzt hier erstmal noch nicht alles hinzu. Ich rühre das einmal um und schaue, wie fest der Teig wird. Erstmal mit dem Rührlöffel und gleich könnt ihr mit den Händen dazu rühren. Es sieht erstmal ziemlich trocken aus, aber wenn man den Teig dann miteinander verrührt hat, dann merkt man, dass man eigentlich gar nicht mehr viel Wasser braucht. So, jetzt werde ich wahrscheinlich schon die Hände dazu nehmen. Ein bisschen abmachen. Jetzt fange ich an zu kneten. Ein bisschen Wasser nehme ich noch dazu. Das müsst ihr im Gefühl haben. Ich zeige euch gleich mal, wie fest der Teig ist. Oh, auch hier brauchen wir ein bisschen Muskeln in den Händen. Der muss jetzt richtig schön verknetet werden, sodass wir kein Mehl mehr haben in der Schüssel. Noch ein bisschen. Vorsichtig mit dem Wasser. Lieber immer ein bisschen Wasser dazugeben, als dass wir dann zu viel Wasser haben. Dann müssen wir wieder Mehl dazugeben. Dann wird das Ganze mehr, als wir geplant haben. Wasser ist nicht so schlimm. Das kann man immer wieder nachfüllen. Ja, ich glaube, jetzt wird er gut. Wer nicht so viel Kraft in den Armen hat, der kann natürlich auch dafür eine Teigmaschine verwenden. So, der Teig ist jetzt weich genug. Ihr seht, man kann ihn so richtig schön weich auseinanderkneten. Aber er ist immer noch schön fest, sodass wir mit ihm arbeiten können. So, den stellen wir jetzt einmal zur Seite, bemehlen ihn etwas, damit er uns nicht austrocknet. So, und jetzt widmen wir uns der Füllung. Für die Füllung brauchen wir ungefähr 5-6 große Kartoffeln, einen kleinen Hokkaido-Kürbis, entweder einen halben großen oder einen kleinen ganzen. Ja? Das vermischen wir jetzt miteinander. Und dann brauchen wir entweder 2 große oder 3 kleine Zwiebeln. Die kommen auch dazu. So. Das Ganze würzen wir dann mit etwas frischen Kräutern, wie zum Beispiel Petersilie oder Basilikum, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Ja? Und Salz.
würde sagen, ein Esslöffel. Nicht ganz ein Esslöffel. So. Suppengrün oder Gemüsebrühe, was ihr zu Hause habt. So einen vollen Esslöffel, eineinhalb Esslöffel auf die Menge. Und dann kommt auch noch Olivenöl dazu. So, dann nehme ich jetzt zwei Teelöffel. Ihr könntet auch einen großen Esslöffel nehmen. So, das Ganze wird jetzt miteinander vermischt. So. Die frischen Kräuter duften so herrlich. Die werden nachher in der Füllung auch richtig gut schmecken. Und das Ganze ist so schön bunt und sieht so toll aus. Es ist immer schön, in der Küche ganz viele Farben im Essen zu haben. Das regt den Appetit an und man hat viel Variation im Essen. So, jetzt haben wir alles schön miteinander vermengt und jetzt können wir anfangen, die Mantel zu kleben. Dafür brauchen wir jetzt hier etwas Platz. Ich räume die Schüsseln mal einmal weg. So, die Füllung zur Seite. Und jetzt haben wir genug Platz, um die Mantel zu kleben. Jetzt bemehle ich mir ein wenig meine Arbeitsfläche, damit der Teig nicht festklebt. Und schneide mir ungefähr ein Drittel des Teiges ab. So ist es leichter zu arbeiten. So. Das knete ich jetzt ein bisschen und mache daraus eine Schlange. So. Und sie einmal eingemehlt, das braucht man nicht mehr ganz so viel Mehl, damit es leichter fällt, sie auszurollen. Schon ein bisschen zu viel Mehl genommen. Ne? So, jetzt geht's. So, ungefähr mit einem Durchmesser von 1,5 cm sollte die Schlange sein. Das macht jede Hausfrau anders. Man könnte zum Beispiel auch einen großen Kreis ausrollen und dann einzelne Kreise ausstechen mit einem Becher zum Beispiel. Aber meine Mama hat mir das so beigebracht, deswegen mache ich das so. Erstmal eine Schlange formen. Diese Schlange wird dann in kleine Kreise geschnitten. So, ungefähr so 1 cm dick, dicke kleine Kreise. Jetzt nehme ich ein wenig Mehl und wende diese kleinen Kreise hier ein bisschen im Mehl und lege sie mir zur Seite. Das mache ich jetzt mit allen Kreisen. Die muss man unbedingt einmehlen, ansonsten verkleben sie miteinander, bis wir sie verarbeiten. Und das wollen wir ja nicht. Sie sollen schön einzeln bleiben. Das ist jetzt ein bisschen Handarbeit. Aber dafür schmeckt es umso besser. Desto mehr Handarbeit da drin steckt, desto besser schmeckt es nachher. Das Brett kann jetzt erstmal zur Seite gelegt werden. Und jetzt brauchen wir eine Teigrolle. Jetzt nehme ich mir so einen kleinen Kreis hier, der ist schön eingemehlt, das ist wichtig, und rolle ihn auseinander, sodass er ganz dünn wird. Nicht zu dünn, er darf nicht einreißen. Das muss man auch so ein bisschen im Gefühl haben. Also ich würde sagen, 2 mm dick. Ja? So, in diese Dicke, 2 mm dick. Und dann lege ich ihn mir zur Seite. Und das Gleiche mache ich jetzt so mit 5, 6 Kreisen ungefähr.
Also ungefähr 2 mm dick ausrollen und zur Seite legen. Achten, dass die Fläche, die Arbeitsfläche schön eingemehlt ist, sodass sie uns nicht festkleben. Ja, jetzt brauche ich einen Esslöffel. Nehme mir so einen Kreis, drehe ihn jetzt auf die andere Seite, also die Seite, die auf der Arbeitsplatte gelegen hat, die kommt jetzt nach oben, die klebt nämlich besser. Und dann nehme ich mir so ungefähr einen Esslöffel Füllung, lege den auf diesen Teigkreisel drauf. So. Und jetzt zeige ich euch, wie man die klebt. Und zwar, man nimmt von beiden Seiten die Mitte, klebt die zusammen, hält das da oben fest. Dann nimmt man die andere Seite, die Mitte, und von der letzten Seite die Mitte. So, jetzt haben wir 4 Seiten zusammengeklebt. Und wenn man es so lassen möchte, könnte man es so lassen. Oder man klebt die Seiten einfach nochmal zusammen und klebt dann die Spitzen noch einmal zusammen. So sieht das dann aus. So sieht ein Mantel in Original aus. Den mehle ich jetzt hier unten ein bisschen ein und lege ihn kurz hier zur Seite. Das gleiche mache ich jetzt auch mit den anderen. Ich drehe sie um, nehme einen Esslöffel Füllung, nehme mir wieder von beiden Seiten die Enden und klappe sie zusammen und dann von der dritten und vierten Seite. So, ich tue die Seiten auch zusammenkleben und dann auch noch mal die Spitzen. Und so sieht das dann fertig aus. Und das ist jetzt ein bisschen Handarbeit. Aber diese Arbeit mit den Händen, die hilft, dass unser Gehirn fit bleibt. Meine Oma, die hat wahrscheinlich schon 1 Million solcher Mantel geklebt. Und die ist mit ihren 92 Jahren immer noch so klar im Kopf und hat noch einen ganz klaren Verstand. Also ich glaube, das liegt daran, dass sie sehr viel Mantel geklebt hat. Ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen. Das ist in dieser Mentalität ist das ganz normal, dass so viel mit Teig gearbeitet wird. Es gibt so einen Witz auf Russisch und fragt einer, was ist so ein typisches russisches Gericht? Oh, Pilmeni. Aus was besteht das? Aus Fleisch und Teig. Ja, und was gibt's noch? Mante. Aus was besteht das? Aus Fleisch und Teig. Was gibt's noch? Chibureki. Aus was besteht das? Aus Fleisch und Teig. Und so gibt's ganz viele Rezepte, die eben so aus Fleisch und Teig bestehen und die mit ganz vielen Handarbeit gemacht werden. Und das ist ganz typisch für dieses Land, für die Mentalität, ja? Ja, aber wir machen jetzt die vegetarische Variante davon. Nicht Fleisch und Teig, sondern Kürbis, Kartoffel, Zwiebel und Teig. Und das Gleiche kann man auch mit all den anderen Rezepten machen. Man kann auch Chibureki mit anderen Füllungen machen, man kann Pilmeni mit anderen Füllungen machen. Und Mante machen wir heute auch mit Kürbis und Kartoffeln anstatt mit Fleisch. Und die schmecken nicht weniger gut. Ich würde sogar behaupten, die schmecken noch besser. Wenn wir die ersten Mantel fertig geklebt haben, dann sollten wir uns auf jeden Fall schon mal den Topf vorbereiten. Und für richtige Mantel brauchen wir unbedingt einen Dampfgarer. Ihr könntet das auch zum Beispiel im Thermomix in diesem Dampfgarer Einsatz machen oder in einem elektronischen Dampfgarer in der Küche. Ich mache es ganz gerne in diesem Dampfgarer-Topf. Der besteht aus solchen Einsätzen hier mit Löchern und diese Einsätze, die beschmiere ich jetzt mit etwas Öl. Das ist ganz wichtig, ansonsten kleben die Mantel dann da dran fest. Und den untersten Topf, den befülle ich jetzt mit Wasser und stelle ihn auf. Und sobald die Mantel dann fast fertig sind, können wir das Wasser anschalten und es zum Kochen bringen. Aber jetzt ist es noch etwas zu früh. Jetzt werden wir einfach nur die Siebe befüllen mit den fertig geklebten Mantel und ganz zum Schluss stellen wir dann das Wasser an. Ja. So. Die Siebe können wir schon mal draufstellen.
Jetzt, wie gesagt, etwas Olivenöl nehmen und das ein bisschen einfetten. Das kann man sich so ein bisschen in die Hand machen und drauf schmieren. Und dann kann man die einzelne Mante einfach so auf das Sieb drauflegen. Bisschen Platz lassen dazwischen, sodass wir uns nicht zusammenkleben. Und so fahre ich jetzt mit den ganzen anderen Teigtaschen fort, bis ich den ganzen Teig verarbeitet habe und wir den Dampfgarer voll haben. Ich wollte euch auf jeden Fall noch einen Tipp geben. Wenn ihr jetzt bei der Arbeit seid, dann fängt die Füllung an zu wässern. Und damit ihr nachher nicht zu viel Wasser im Teig drin habt, gebe ich das ganz gerne in ein Sieb hinein und lasse das Wasser ablaufen, sodass ich nur die trockene Füllung da habe. Sonst gibt es nachher eine Matscherei beim Kleben und das ist dann nicht so schön. Für all diejenigen, die nicht so viel Zeit haben, jeden einzelnen Mantel zu kleben, zeige ich jetzt noch einmal eine Variante für Eilige, ja? Oder für Faule, könnte man auch sagen. Aber ich bin auch eine Faule. Ich mache die ganz oft auch so für Eilige, ja? Wenn ich habe eine große Familie zu Hause, 5 Kinder, und da habe ich nicht immer die Zeit dazu, die Mante alle einzeln zu kleben. Deswegen mache ich sie ganz oft auch auf diese Variante. Und dann rollt man einfach nur einen großen Teigkreis aus. So. Machen wir ein bisschen Platz hier zum Kneten, zum Rollen. Die Kinder lieben es mir dabei zu helfen, diese Mante zu kleben. Wenn sie dabei sind, dann kleben wir die immer einzeln. Aber wenn ich alleine bin und es eilig habe, dann mache ich diese große Rolle hier. Und die befülle ich dann mit der Füllung, mache eine Schnecke daraus und lege das dann in einen ganzen Kreis hinein. Geht einfach schneller. Zwischendurch ein bisschen bemehlen, dass das Ganze nicht klebt. Diese Mante, die gab es bei uns immer zu besonderen Anlässen. Wenn die Familie zusammenkam oder zum Sabbat, da haben wir sie am Freitag immer vorgekocht und am Sabbat angebraten. Und ich persönlich liebe sie am zweiten Tag viel mehr als am ersten Tag. Wenn sie dann noch so eine leichte Kruste haben, oh, die schmecken dann herrlich. So, wenn wir den Kreis schön ausgerollt haben, dann müssen wir schauen, dass die eine Seite, die wir nach unten legen, schön eingemehlt ist, damit sie uns jetzt nicht festklebt an der Arbeitsfläche. So, könnt ihr ruhig großzügig sein. Das drehe ich jetzt um und den oberen Teil belege ich jetzt mit der Füllung. Dazu nehme ich mir die mal ein bisschen näher heran. So. Einfach einen guten Berg drauflegen. So, ich würde sagen, das reicht. Und das verteile ich jetzt hier schön. Am Rand ein bisschen Platz lassen. Das drückt sich gleich sowieso oft bis an den Rand hinaus. Kann sogar noch ein bisschen mehr rein. Macht den Teig nicht zu dünn, sonst reißt er euch auf. Lieber etwas dicker machen, sonst haben wir nachher ein Loch in der Rolle. Ist auch nicht so schlimm, wenn das passiert. Aber schöner sieht es aus, wenn es ganz dicht ist. So, das rolle ich jetzt hier ein, indem ich den
einen Teil zusammenklappe. Und diese Schnecke nehme ich jetzt hier und lege sie so ein bisschen in einen Kreis. Und dann lege ich diese ganze Schnecke hier in den Topf hinein. So. Und das ist jetzt die Variante für diejenigen, die nicht zu viel Zeit zum Kleben haben. Der Dampfgarer ist jetzt voll. Jetzt nehme ich einmal die vier Einsätze hier runter, mache den Herd an, lasse das Wasser aufkochen. Sobald das Wasser dann kocht, kommen die vier Einsätze obendrauf, Deckel obendrauf, und es muss so circa 45 Minuten lang kochen, bis man es anfängt zu riechen. Dann sagt man, es ist fertig. In der Zwischenzeit, in der die Mante dann kochen, könnte man zum Beispiel eine leckere Paprikasoße dazu vorbereiten. Die schmeckt sehr gut und ist ganz passend zu diesen Mante. Oder man könnte zum Beispiel ein Tzatziki vorbereiten, das passt auch sehr gut. Das Wasser hat jetzt schon angefangen zu kochen. Jetzt können wir auch die restlichen Siebe draufstellen und für 45 Minuten lang köcheln lassen. Und ich mache dazu einen veganen Schmand mit etwas frischen Kräutern. Die Zeit ist jetzt um und die Mante sind fertig. Es duftet auch schon wunderbar. Jetzt können wir sie aufmachen und servieren. Dafür habe ich hier so einen kleinen Holzschaufel. Dann holen wir sie raus. Vorsichtig, nicht zerbrechen. Wenn die so eng beieinander liegen, immer ein bisschen schwierig, den ersten rauszubekommen. So, Teller habe ich ja schon vorbereitet. Ja, sehen die nicht fein und edel aus hier? So viel Arbeit und so ein leckerer Geschmack. So, einen kriegen wir noch drauf, weil sie so klein sind. Ich habe hier schon etwas veganen Joghurt vorbereitet. Da habe ich etwas Petersilie und Lauchzwiebeln hineingeschnitten. Und den gebe ich jetzt hier so oben drauf. Und richte das Ganze schön an. Wie gesagt, ihr könntet auch eine Paprikasoße oder eine Tomatensoße dazu machen. Aber wir lieben das mit Schmand. So. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Und einen guten Appetit!